Mein Urgroßvater ist von Dresden hierher gegangen, um Arbeit durch Uhrenbau dazu. Und ich weiß nicht, liegt es in den Genen? Das war auch mein ganzes Denken. Und ich habe es zur Frau Merkel gesagt, der Samenkorn ist aufgegangen. Man hat es wachsen sehen über die Wochen und Monate, aber heute ist echt der Tag, ne? Toller Tag. Erlange und Söhne bleibt auch in diesem neuen Gebäude ein Garant für höchste Uhrmacherkunst. Wir sind hier in einem Unternehmen, welches dieses Jahr auf 200 Jahre stolzer Tradition zurückblicken kann. Was ist Ihnen und Ihren Mitstreitern gelungen, der Traditionsmarke Erlange und Söhne wieder Weltrang, nicht mehr und nicht weniger, zu verschaffen? Erfolgsgeschichten wie dieser ist der gute Ruf ostdeutscher Länder zu verdanken, den sie heute als innovative, als flexible, als moderne Standorte genießen. Es zeigt, wo der Herzschlag unserer Firma ist, nämlich genau hier. Es zeigt, dass wir auch nicht vorhaben, von hier wegzugehen. Es zeigt aber auch, dass wir das, was wir machen, am besten hier tun können. Und deshalb natürlich ein klares Bekenntnis zu unserer Marke, zu unserem Standort. Seinen eigenen Stil, den er umsetzt. Ich denke, zum einen ist es uns gelungen, gewisse Bereiche zusammenzuführen, wo also frühere Bereiche wie die Rotteilfertigung über mehrere Gebäude und dann noch unterschiedliche Etagen verteilt waren. Das konnten wir natürlich näher zusammenführen. Das heißt natürlich auch, der logistische Fluss ist einfach besser. Ein anderer wirklich wichtiger Punkt ist auch, dass wir auch den Uhrmachern eigentlich noch bessere Arbeitsbedingungen bieten können. Also nicht nur, dass es einen wunderschönen Blick ins Grüne rausgibt, also wo man mal die Augen entspannen kann und dann also auch mal ja, auf lange Distanz gucken kann, ins Grüne gucken kann. Es ist auch so, dass wir dort eine staubreduzierte Atmosphäre haben, auch also Klimakontrolle natürlich, um also die Feuchtigkeit im Griff zu haben, damit kein Rost entsteht. Und so wie die Räume eben auch mit leichtem Überdruck ausgestattet sind, also ganz, ganz leicht, damit also kein Staub reinkommen kann. Wir denken, dass wir damit den Mitarbeitern auch die Arbeit viel leichter machen. Es ist qualitativ hochwertiger, es ist mehr Platz, man hat mehr Freiheiten und eine schönere Aussicht. Ne? Bessere Luft und größerer Raum. Es ist nicht mehr so arg viel nachputzen und ja, es macht es natürlich viel, viel einfacher. Wir haben also ein Gebäude, was komplett gekühlt im Sommer und geheizt im Winter wird über Erdwärme. Wir haben also ein System eingebracht, eine Geothermieanlage, die bis weit unten in den Fels hineinreicht. Wir haben 55 Bohrungen bis in 125 Meter Tiefe gebracht. Wir haben eine konstante Temperatur dann im Gebäudeinneren, was für die Mitarbeiter natürlich eine ideale Bedingung auch ist, um ihrer Arbeit nachzugehen. Einfach einfangen, ne? Auf einer Seite unterschiedlich. Genau. Ich bin grundsätzlich stolz und sage es immer, in Glashütte sind blühende Landschaften. Das ist in Glashütte geworden. Bin ich ganz, das ist meine größte Erfüllung.